So Leute, was geht ab? Gruß geht raus von mir. Auf jeden Fall, wir haben heute was zu besprechen und zwar, ja, was ist los mit YouTube? Ich möchte euch meine Meinung erzählen. Ich gehe auch auf Twitch. Ich werde euch auch den Link unten in der Beschreibung reinpacken, warum ich mich dafür entschieden habe. Und es geht darum, meine Meinung über YouTube, ja, was ist mit YouTube? Befindet sich auf dem absteigenden Ast, muss ich sagen. Wir gehen auch gleich mal welche Beispiele durch, warum, weshalb, wieso. Und eins muss ich dazu sagen, ich habe angefangen mit YouTube aus Interesse an der Technik, was weiß ich, wie die meisten sich dafür entschieden haben. Ich glaube, ich bin da nicht groß anders. Aber ich mache jetzt knapp anderthalb Jahre YouTube und eins ist mir aufgefallen. Man wird kaum vorgeschlagen, nichts. Und wenn, kommt ihr mit irgend so einem Gossip-Schinken, damit macht ihr Klicks. Aber ansonsten mit Gaming momentan ist auf YouTube nichts zu reißen. Und ich erkläre euch auch, warum. Warte mal, ich muss hier so einen Tab zumachen. So. Und zwar muss ich sagen, es gehen nur noch Videos, die 3 bis 5 Minuten lang sind. Die Leute wollen einfach schnelle, kurze Unterhaltung. Mehr läuft einfach nicht. Vor allem besonders für kleine Streamer oder Zocker wie für mich, ja. Und ich kann euch auch gleich Beispiele anhand großen Streamern zeigen, ja. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Und zwar, ja, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht, live zu gehen. Ihr werdet nicht vorgeschlagen. Keine Sau klickt drauf. Es ist wirklich bedrückend, wenn ihr manchmal nur 10, 15, 20 Leute im Stream habt, die zuschauen. Und dann fragt man sich, was ist denn hier bei YouTube los? Klickt da. Es heißt ja nicht, es muss ja nicht jeder cool finden. Keine Frage. Aber das doch mal einfach mal mehr. Ey, YouTube ist eine mega Plattform, wo zig Millionen Menschen gucken, ja. Da müssen doch mal 100 Leute gleichzeitig draufklicken. Nee, ist nicht so. Und ich zeige euch jetzt auch gleich, was hier nämlich abgeht, nach meiner Meinung. Und zwar, warte mal, wir wechseln mal kurz die Ansicht. So, wir nehmen uns gleich mal kurz als Beispiel. Also ich möchte auch keinen YouTuber großen kleinreden oder sonst schlecht reden. Oder damit hat das einfach gar nichts zu tun. Aber zum Beispiel jetzt hier Flying Uwe, sein Gaming-Kanal, ja. Kriegt nur noch 10.000, 11.000, 20.000. Leider kann man nicht sehen, wie viele Abonnenten. Aber ich denke mal, irgendwas um den Raum 400.000, 500.000 wird er haben. Und hier 1.800 Aufrufe für einen Monat für so einen bekannten Typen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Ja. Und scoren wir einfach mal ganz weit runter. Da können wir gleich mal sehen. Hier, das waren mal 700.000 Aufrufe. 85, 100, 61, 355.000 und es geht so weiter. Also immer so weit über 100.000 Aufrufe und das ist einfach krass, was da passiert ist. Gaming, das Interesse ist auf YouTube einfach nicht mehr da, das zu verfolgen. Nach meiner Meinung. So, wir gehen zum Beispiel auf Commander Krieger. Schaut euch das an, 740.000 Abonnenten, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 10.000 Aufrufe, 6.000, 2.000, wir scrollen mal ein bisschen weiter runter, 2.800, 3.000, noch weiter runter, einfach hier 3 Monate alt, 3.000 Aufrufe, bei knapp 800.000 Abonnenten, krass, also da muss ich echt sagen, das ist wirklich heftig. Ein kompletter Einbruch und wir können ja auch weiter runter scrollen. Commander Krieger hat sicherlich auch mal hier, klar, mal 70.000. Aber das allerbeste Beispiel finde ich zum Beispiel ein Herr Kronk, ja, mit 4,91 Millionen Abonnenten. Alter, ich glaube einer, das ist Top 5 in Deutschland, auf jeden Fall im Bereich Gaming. Und schaut euch diese Aufrufraten an. Also sorry, dass ich jetzt lache, nicht gegen Kronk oder irgendwas, aber nur um euch mal zu zeigen, wie krass Gaming eingebrochen ist von diesen Aufrufzahlen. Ja, 14.000, 31.000, 16.000 Aufrufe, 62, hier 20, okay, es sind 3 Tage alt, gehen wir mal ein bisschen weiter runter, 2 Wochen alt, 36, 84, 39.000, hier mal eine 100.000, hier mal eine 42.000. 17.000, ja, immer in so einem Bereich, so 30.000, 40.000, sag ich mal, der Durchschnitt hier, 50.000, wieder 14.000, aber Alter, das sind
wo steht's? 5 Millionen Abonnenten hat der Typ. Wir müssen das mal ausrechnen. Jo, hier. So, ich rechne mal von 5 Millionen 6 Nullen. 5 Millionen mal 0,01. Ich rechne mal 1% aus, ja? So. Ach, scheiße, was. Ja, voll falsch eingegeben. Oh Mist, warte mal. 5 Millionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich richtig eingegeben? Mal 0,01. So, jetzt, let's go. Das sind 50.000, ist 1% seiner Abonnenten. Er erreicht manchmal nicht 1% seiner Abonnenten. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wie hardcore krass das ist. Ja, nicht mal 1% erreicht Gronkh. Nicht immer, natürlich, ne? Aber ihr könnt es ja euch selber anschauen. Das ist heftig, was auf YouTube abgeht. Und damit komme ich nämlich zu meinem Fazit. Ich wechsle nämlich auf jeden Fall auf Twitch. Ich finde, YouTube im Bereich Gaming ist auf dem absteigenden Ast besonders. Also nicht in allen Kategorien. Ich erkläre euch das einfach mal kurz, was ich drüber denke. Weil lange Streams oder längere Videos, wenn ihr Gameplays hochladet, interessiert keine Sau. Ist einfach so. Auf YouTube, die Leute wollen auf YouTube schnell unterhalten werden. Und zwar Videos von 3 Minuten, 5 Minuten, maximal, allerhöchstens 10 Minuten Videos. Die Leute wollen es nicht schauen sonst. Es ist zu lange, die wollen schnell unterhalten werden, zack, klicken gleich weiter und holen sich den nächsten Input beim anderen YouTuber ab. So läuft das halt leider jetzt hier. Und ich muss auch eins noch sagen, für kleinere, und ich denke nicht nur für kleinere, es geht genauso, man sieht es bei Gronkh, bei Flying Uwe oder egal wen, und da gehören noch andere YouTuber mit rein, das wird nicht mehr vorgeschlagen. Es läuft einfach nicht so, die Leute klicken es nicht. Weshalb, wieso, warum, keine Ahnung, was YouTube-Algorithmus, schimpfen übelst viele. Und ich bin ja wirklich keiner, der jeden Tag irgendwas hochlädt, meistens so einmal in der Woche so im Durchschnitt, manchmal zweimal. Aber es lohnt sich einfach nicht. Und ich habe wirklich Schweiß, Blut gelassen. Ich habe PlayStation verlost. Xbox, PlayStation Pro. Alter, ich habe schon 50 Spiele verlost. Ich habe wirklich alles gegeben. Wirklich, um herauszustechen aus der Masse. Und meine Videos wurden trotzdem nicht vorgeschlagen. Alter, ich verlose PlayStation 5. Und mein YouTube-Video muss ich dann Werbung schalten, dass ich erstmal überhaupt auf ca. 19.000 war das, glaube ich, damals, oder 15.000 aufrufen kommt. Alter, wie krass ist das? Also entweder will YouTube, dass du reinplechst, oder weil ich keine Werbung, nicht so werbefreundlich bin, ja, schlagen die halt nur Sachen vor, wo Werbung kommt, weil da verdienen die halt das Geld mit. So, ich entscheide mich auf jeden Fall, auf Twitch zu gehen. Hätte ich vielleicht schon auf andere viel früher hören sollen. Und versuche da auf jeden Fall mein Glück. Ich hoffe, einige von YouTube werden mit rübergehen. Es ist für mich ein Neuanfang. Aber ich muss dazu auch sagen, ich bin nicht weg von YouTube. Ich werde kleine Highlights nur noch machen, Videoblogs oder sowas. Das ist das, oder Reaction, das ist das, was die meisten Leute so gucken wollen. Ist mir besonders aufgefallen, wenn man auf große YouTuber reagiert, so Gossip-Schinken-Style-mäßig. Das macht halt leider Klicks, das wollen die Leute anscheinend sehen. Was halt auch nicht immer so schön ist und worauf ich auch nicht immer Bock habe. Man bekommt auch viel Hate für sowas, keine Frage, aber es macht Klicks. Es ist so. Das muss man einfach sagen, das ist die traurige Wahrheit. Und ich hoffe, ihr seid mit am Start. Twitch-Link verpacke ich euch unten in die Beschreibung mit rein. Das war auf jeden Fall mein Statement zu YouTube. Meiner Meinung nach im Bereich Gaming befindet sich das Ding hier voll auf dem sinkenden Schiff. Ja, und für jeden kleineren Streamer da draußen, ihr könnt es gerne versuchen. Am besten, wenn ihr richtig Zeit habt, ja, diesen Algorithmus hier richtig zu triggern, jeden Tag, haut die Videos raus, ja, ein, zwei am besten und das jeden Tag. Aber leider, ich für mich habe dafür keine Zeit, ja, muss schaffen gehen und habe auch andere Scheiße an der Backe wie die meisten da draußen. Und ich lebe nicht davon, das ist mein Hobby und auf jeden Fall YouTube in meinen Augen nur noch so kleine Videos. Mehr wird da nicht mehr kommen. Ich denke mal, das hier wird schon lange genug gehen.
Und ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich bin auf jeden Fall raus und grüße auf jeden Fall alle, die schon lange am Start sind. Ich kann sie leider nicht alle aufzählen, aber zu Weihnachten habe ich auf jeden Fall nur einzeln für euch noch was am Start, was ich mir ausgedacht habe, weil ich möchte kein Gewinnspiel machen, wo ich Leute wieder ziehe, aber im nächsten Atemzug verschwinden die und deabonnieren, weil sie nicht gewonnen haben. Ja, das hat mich auch oft sehr traurig gemacht, muss ich sagen, weil man lässt Geld, das Geld wächst ja nicht auf Bäumen. Ja, man gibt sich Mühe, man guckt, wie man es macht, aber ich weiß nicht, was heutzutage, die Leute wollen nicht mehr abonnieren. Die Leute wollen einfach nicht mehr abonnieren. Jeder kleine Typ denkt, er ist der coolste draußen. Ich weiß nicht, was langsam heutzutage los ist, aber auf jeden Fall für euch da draußen, die schon immer am Start sind, und da sind auf jeden Fall 10 Leute dabei, die immer krass am Start sind. Für euch habe ich mir extra was ausgedacht für Weihnachten. Lasst es auf euch zukommen. Eure Namen werde ich dann natürlich im Video erwähnen. Vielleicht im nächsten Videoblog, weil ich bin ja jetzt bald im Urlaub. Und auf jeden Fall in diesem Sinne, ich bin raus und wünsche euch allen was. Peace, habt einen schönen Tag und nicht vergessen natürlich abonnieren, gell? Also reinhauen. Bis dann. Yeah. Yeah. I said I feel invisible. It's 100 niggas in the spot.